So, ein bisschen ein ungewöhnliches Format. Die grüne Erzählung wird jetzt auch noch virtuell und unter Pandemiebedingungen über weite Distanzen miteinander verbunden. Armin Nassee in München, kannst du mich sehen und kannst du mich hören? Ich kann dich sehen und ich kann dich hören. Das sind schon mal nicht so schlechte Voraussetzungen. Mal gucken, ob wir uns auch verstehen werden an der Stelle. Ich wollte mit dir oder wir beide sollen und dürfen über Veränderung und Bündnisse reden. Zwei Begriffe, die so abstrakt wie wichtig sind, jedenfalls in meiner politischen Arbeit. Und ein bisschen, glaube ich, auch hängt es mit dem zusammen, was du denkst, arbeitest, forschst und wie du auf die politische Landschaft schaust. Aber ich wollte einmal mit Veränderung anfragen, was hast du da für einen Hintergrund eigentlich? Also ist das die Veränderung der Lehre, die an der Münchner Universität Standard ist? Das ist so eine alte Schultafel aus den 30er Jahren, oder? Ich muss gestehen, ich muss gerade mal gucken. Ja, genau. Das ist die Art von Veränderung, wie wir die hier machen. Das also keine Veränderung. Immer schön. Aber, funktioniert. Genau, verändern kann man ja nur, was schon da ist. Und insofern ist das natürlich ein wundervolles Symbol dafür, dass die Beharrlichkeit der Kräfte eigentlich stärker ist als der Veränderungswille. Und vielleicht kann man trotzdem an der Tafel die Dinge auch machen und dann haben wir es ja wieder verbunden miteinander. Ist es so, ist das dein Blick auf gesellschaftliche Prozesse, dass der Beharrungswille stärker ist als der Veränderungswille? Also ich weiß nicht, ob es der Wille ist, aber die Beharrung ist stärker. Ich würde fast sagen, das ist die Geschäftsgrundlage von Sozialwissenschaften, dass man sich doch darüber wundert, selbst wenn alle Menschen etwas wollen, dass es sich verändert, sich die Strukturen trotzdem relativ stabil halten. Also ich meine, der Klimawandel ist doch das paradigmatische Beispiel genau dafür. Es gibt kaum Leute, die tatsächlich wenigstens semantisch nicht behaupten würden, dass man da eine ganze Menge machen muss. Aber ernsthafterweise muss man doch sehen, dass relativ wenig passiert. Das heißt, die Beharrungskräfte unserer Routinen, unserer Selbstverständlichkeiten, sagen wir mal unserer Lebensweise, der Strukturen der Gesellschaft, die sind oftmals viel, viel stärker als unser Wille. Also wir können unglaublich viel sagen, was sich ändern soll. Das Leben läuft aber in einer Trägheit der Masse bisweilen weiter. Das sind unsympathische Sätze, ich weiß, aber ich fürchte, sie stimmen. Ja, das ist die Frage, ob sie stimmen, denn im Moment hat man ja nicht das Gefühl, dass das Leben unverändert weiterläuft, sondern dass so viel Veränderung stattfindet, natürlich die Veränderungen jetzt durch die Pandemiebedingungen und die Bekämpfung, aber auch durch technischen Fortschritt, politische Veränderungen, globale geopolitische Veränderungen und Verschiebungen im Alltag, normative Veränderungen, Familie, Arbeit, Glück, Hoffnung, Deutschland, alles gerät unter Veränderungsdruck und Sog. Man könnte doch umgekehrt sagen, so viel Veränderung wie im Moment war selten. Ja, das stimmt und ich glaube nicht, dass das dieser Diagnose der Trägheit eigentlich widerspricht. Also du hast ja den Begriff des Veränderungsdrucks genannt. Also es ist tatsächlich so, dass wir auf Veränderung zunächst einmal, ja, wie soll man sagen, befremdet reagieren. Warum laufen die Dinge eigentlich nicht so weiter, wie wir sie bis jetzt hatten? Die scheinen sich ja bewährt zu haben. Und dann gibt es Anlässe von außen, dass wir unser Verhalten ändern müssen. Also in der Pandemie, das ist ja jetzt relativ sichtbar, müssen wir ein paar Alltagsveränderungen machen. Die fallen uns ganz schön schwer. Jeder, der sein eigenes Leben mal ändern wollte, der weiß, wie schwer einem das fällt. Also ich könnte aus meinem eigenen Leben genug Geschichten erzählen, wo ich genau weiß, wo der Veränderungsdruck da ist, was mir aber so nicht gelingt. Und das gilt natürlich auch für die Beispiele, die du gerade genannt hast. Also das gilt für ökologische Fragen, das gilt für Fragen einer Neuordnung, könnte man sagen, der Arbeitswelt, das gilt für die Digitalisierung und so weiter. Die Beharrungskräfte sind schon relativ stark da, dass man sagen muss, wir sehen, dass Veränderungen stattfinden müssen. Es verändert sich auch alles, aber vielleicht können wir manchmal die Dinge nur langsamer verändern, als wir es gerne hätten. Das ist oftmals ganz schön frustrierend, dass sich so viel verändert, wir aber oftmals nicht so richtig ändern können. Und da fängt es ja dann an, politisch interessant zu werden. Ja, einmal wollte ich noch bei dem Begriff der Veränderung bleiben, der ja auch, ich glaube, steht sogar hinter mir. Steht da? Ja, Veränderung hinten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann an der Leinwand. Und wir als Partei, die Grünen, sind ja eine Partei, die immer von Transformation und die ganzen Wenden, die wir herbeiführen wollen, Agrarwende, Verkehrswende, Finanzwende, Energiewende und so weiter, von Veränderungsimpulsen leben und getrieben sind. Und häufig wurde das ja in der politischen Welt als Angriff auf die bestehenden Verhältnisse und so weiter genommen und auch entsprechend hart dann bekämpft. Für mich war es immer was anderes. Ich habe die Grünen auch in diesem Veränderungsimpetus
immer quasi in der stärksten Tradition von Freiheitsbewegung oder Liberalismus gesehen. Denn Freiheit bedeutet ja, dass sich Dinge verändern können. Sonst wäre der Begriff ja sinnlos. Also mit der Moderne, der Aufklärung, ist die Möglichkeit geschaffen worden, dass Menschen über ihr Schicksal, über ihr Leben, über ihre Zukunft selber entscheiden können und nicht mehr Mütter, Väter, Fürst oder irgendwelche Herrschaftshäuser. Das heißt, man kann Dinge verändern. Und in dem Sinne habe ich auch die Grünen immer nicht als gegen die Laufrichtung der republikanischen Ordnung wahrgenommen, sondern eher als Fortführung, die richtige Veränderung herbeizuführen. Jetzt sagst du, Veränderung bricht sich an den Beharrungskräften der Gesellschaft. Aber ist es nicht eigentlich genau umgekehrt, dass die Veränderung für eine moderne, offene, liberale Demokratie die notwendig treibende Kraft ist und sein muss und man den Begriff nicht als, das ist zu viel Veränderung, lassen wir mal beiseite, das macht alle Leute nur wuschig, wegschieben muss, sondern ihn bejahen muss und umarmen muss, um Erben und Tradition von einer offenen Gesellschaft zu bewahren. Ja, also ich auch hier sehe ich jetzt leider Gottes gar keinen Widerspruch. Auch deine ganze Semantik ist ja sehr stark geprägt, wie du es gerade gesagt hast, von, dass man Kraft entfalten muss, dass sozusagen etwas dafür getan werden muss. Diese Veränderungen, die wir wollen oder die man will, die intentional gewollt sind, die sind nicht so leicht hervorzubringen und deshalb muss man sie ja entsprechend tun. Die Beharrungskräfte der Gesellschaft sind relativ groß. Es dauert unglaublich lang, bis tatsächlich Veränderungen sich durchgesetzt haben. Ich meine, die Geschichte der Grünen ist doch ein wunderbares Beispiel eigentlich genau dafür. Also man würde ja jetzt nicht sagen, dass die Grünen, als sie 1979, 80 entstanden sind, allein das Subjekt dieser Veränderung waren. Sie waren selbst auch ein Ergebnis einer gesellschaftlichen Veränderung und haben das natürlich sehr stark gemacht, haben sich aber während der Zeit bis heute auch sehr stark verändert. Ich würde ja fast sagen, dass man in Grünen heute womöglich diejenigen sehen kann, die manche der Dinge, die uns lieb und teuer geworden sind, eigentlich, wie soll man sagen, also geradezu konservieren wollen, wenn ich das mal übertrieben sagen darf. Es gibt kaum jemanden, der so stark das Institutionengefüge der Gesellschaft stark machen möchte, die Grundinstitutionen dieser Gesellschaft als sagen wir mal, schützenswerte Institutionen ansieht, gewissermaßen eine zivilisierte Form von Debatte möchte, die durchaus durch verschiedene Spieler heute in Gefahr gerät. Also da würde man ja sagen, dass der Veränderungsfaktor selber einer Veränderung unterworfen ist. Also ich würde das niemals als eine Opposition aufbauen, ja, zu sagen, also da gibt es die Veränderer und da gibt es die Beharrungskräfte, sondern Veränderung brauchen wir ja eigentlich nur, weil die Dinge sich nicht von selber in die Richtung entwickeln, wie wir sie tatsächlich gerne hätten. Und wahrscheinlich, das hört sich vielleicht komisch an, aber wahrscheinlich haben sich gerade auch durch Akteure wie die Grünen im politischen Bereich andere stärker verändern müssen, obwohl sie es vielleicht gar nicht so stark wollten. Also wahrscheinlich sind die letzten 40 Jahre für Konservative viel, viel stärkerer Veränderungsdruck gewesen als für diejenigen, die ohnehin die Veränderung auf ihren Fahnen geschrieben hatten. Und das kann man ja durchaus zurechnen, dass es politische Kräfte gibt, die die Veränderung stark machen. Also wenn ich jetzt mal so einen großen akademischen Satz sagen darf, in der Menschheitsgeschichte war eigentlich die meiste Energie dafür verwendet worden, dass sich möglichst gar nichts verändert. Das muss man sagen, man hat unglaublich viel dafür aufgewandt, dass alles so bleibt, wie es ist, weil es Gott gewollt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, so sein sollte. Und jetzt wird eigentlich prämiert, dass die Dinge besser werden, und zwar überall. Wir wollen bessere wissenschaftliche Arbeit schreiben, die Technik soll besser werden, unsere Liberalität soll besser werden und dann wollen wir auch noch bessere Politik machen. Und da ändert sich sozusagen, die Veränderung ist quasi unserer Kultur inzwischen schon so eingeschrieben, dass sich die spannende Frage stellt, wie führen wir diese Veränderung eigentlich in die Richtung, die wir uns wirklich vorstellen? Also, dass die Dinge sich verändern, ist ja an sich noch keine wünschenswerte Größe, ja, sondern die Frage, in welche Richtung eigentlich. Und da muss man sagen, haben wir wieder diese Opposition von Beharrung und ja, dem Wunsch eigentlich gegen diese Beharrung vorzugehen.
Und ich meine, das ist natürlich auch, meine, du bist ein Politiker, ich bin Wissenschaftler und es ist nicht kein Zufall, dass unsere Rollen sozusagen da unterschiedlich verteilt sind. Also als Politiker kann man natürlich nicht hingehen und sagen, die Beharrungskräfte der Gesellschaft sind unglaublich stark, bitte wählt uns. Und als Wissenschaftler muss ich natürlich hingehen und sagen, also ich finde das hochgradig interessant, wie sich Gesellschaften eigentlich verändern sollen. Man könnte ja auch sehr naive Veränderungsdimensionen formulieren, das sollte man nicht tun. Deshalb eine realistische Idee davon, wie man eigentlich verändern kann, wen man dafür gewinnen kann, das mit denen zusammen zu machen und welche Art von, ja, ich sage jetzt mal in so einer ökonomischen Sprache, Win-Win-Situation kann man eigentlich herstellen, damit Veränderung für alle, für die diese Veränderung gemacht wird, auch etwas ist, wo sie hinterstehen können. Das ist, glaube ich, die große Kunst. Also die Dinge immer nur so zu wollen, wie man es selbst will, das ist irgendwie relativ simpel. So eine Gesellschaft ist leider etwas komplexer als das. Ja klar, das ist der Gedanke, der zweite Begriff, den wir heute umkreisen wollen, von Bündnissen. Bevor wir dazu kommen und das noch mal ein bisschen gegen das Licht halten, würde ich aber noch einmal ein bisschen hartnäckig darauf beharren, dass dieser Veränderung, also ich finde, das Gespräch hat in der letzten Viertelstunde oder wie lange wir reden, irgendwie eine Schleife gedreht. Gestartet sind wir, oder du hast gesagt, die Beharrungskräfte sind so stark und Veränderung, da reden immer alle drüber und dann plakatiert Obama Hope and Change und hier steht Veränderung, aber in Wahrheit macht sie einen Angst oder verunsichert und so richtig will man das nicht, sondern die Beharrungskräfte sind dann doch stark. Und jetzt sind wir beim Punkt angekommen, wo wir beide sagen, aber Veränderung ist eigentlich, gestaltende Veränderung ist das, worum es in der Politik geht. Ich wollte aus meiner Sicht nochmal dem entgegenhalten, vielleicht hast du am Anfang, vielleicht auch um mich zu provozieren, doch die Wahrheit ausgesprochen. Denn wenn ich mir die Debattenlage auf die großen Themen anschaue, dann ist doch immer noch die Hauptauseinandersetzung nicht die, wer gestaltet welche Veränderung, sondern gibt es eine Veränderung, dann eine gestaltete Veränderung, wenn wir was zu sagen hätten, oder bleiben die Dinge so gleich, wie sie sind? Können sie konserviert werden? Von der Automobilindustrie bis zu der Steuerhoheit von Nationalstaaten, von vom traditionellen Familien- und Rollenbildern bis zu einer offenen, diversen Gesellschaft. Also vielleicht war die Schleife der letzten 10 Minuten doch zu schnell zu viel Einvernehmen, denn die eigentliche politische Konfrontation ist nach wie vor wie quasi wie früher Restauration gegen Reformation. Genau. Ja, das stimmt. Und am Ende laufen manche Dinge dann doch darauf. Also ich will das mal an einem Beispiel mal deutlich machen. Also wenn man die letzten Jahrzehnte sich anguckt, dann gab es vielleicht zwei Dinge, die ja zurzeit auch sehr konfliktuöse Dinge sind, die sich mit am stärksten verändert haben. Nämlich das Verhältnis zur Migration und das Geschlechterverhältnisse. Wenn man allein diese beiden Beispiele nimmt, muss man bei beiden eindeutig sagen, dass sich die Dinge wirklich radikal verändert haben. Also es hat noch nie so viel, sagen wir mal, offen durchaus auch für migrantische Lebensformen in der Gesellschaft gegeben wie heute. Und man muss sagen, also wenn es Gewinnerinnen der letzten Jahrzehnte gab, dann sind es tatsächlich die Frauen gewesen. Auf der anderen Seite erleben wir permanent, wie stark die Beharrungskräfte der Gesellschaft trotzdem sind, damit nicht angemessen umgehen zu können. Also wenn wir das letzte Beispiel nehmen, wenn ich etwa so an mein eigenes Fach denke, in den Gender Studies werden diese Dinge ja rauf und runter diskutiert und man muss permanent feststellen, dass die Beharrungskräfte der Gesellschaft, obwohl sich die Gesellschaft in dieser Dimension stark verändert hat, die Stereotype von Männern und Frauen immer noch unglaublich stabil sind. Übrigens auch in den Milieus, die von sich selber sagen würden, dass das alles längst überwunden ist. Und ich sage damit nicht, dass sich nichts verändert hat, sondern ich würde sagen, weil sich so viel verändert hat, werden wir jetzt auf diese Beharrungskräfte gestoßen und wundern uns darüber, dass das, was wir an universalistischen Sätzen sagen und dem, was wir habituell tun, manchmal ziemlich auseinanderfällt. Und das gilt, glaube ich, für das Migrationsthema noch viel mehr. Also wir beklagen uns heute über einen Alltagsrassismus.
Narzissmus, der auch wirklich da ist und der zum Teil schreckliche Dinge produziert. Aber vergleichen wir das mal mit der Gesellschaft vor 20, 30, 40 oder 50 Jahren, dann waren das ganz andere Geschichten, die da diskutiert worden sind. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, dagegen auch nur zu opponieren. Das ist eine radikale Veränderung der Gesellschaft, würde ich sagen. Und da diese Veränderung da ist, fällt es uns jetzt so auf, dass diese Beharrungskräfte trotzdem da sind. Und alle Beispiele, Robert, die du gerade genannt hast, also zum Beispiel unsere Leitindustrie in Deutschland, die Automobilindustrie. Ich meine, warum gibt es da so eine Veränderungsresistenz? Weil sich die Dinge bewährt haben. Ich meine, ist doch klar, wer ökonomisch handelt, der will sozusagen über die nächsten 3 Monate kommen und hat womöglich nicht den Blick auf die nächsten 3, 5 oder 15 Jahre. Und die interessante Frage ist, ob man sich damit einen Gefallen tut. Aber die Beharrungskräfte sind trotz einer Semantik, wir retten ab morgen die Welt und machen dies und jenes, unglaublich groß. In der Wissenschaft kann ich dir die Beispiele auch nennen. Es gibt in der Wissenschaft kaum etwas Schwierigeres, als von gewohnten Formeln, die wir haben, Abschied zu nehmen und zu sagen, dass sich die Dinge ändern. Sie ändern sich aber radikal. Wahrscheinlich hat es noch nie so einen Veränderungs-, jetzt nehme ich sogar deinen Begriff, Druck gegeben und eine Veränderungs-, ein Erleben von Veränderung wie in dieser Zeit. Und die beiden Dinge zusammenzubringen, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und an den, sagen wir mal, an den Rändern, und ich meine jetzt gar nicht die politischen Ränder der Gesellschaft, sondern die intellektuellen Ränder der Gesellschaft, die nicht damit umgehen können. Die einen sind total naiv und sagen, wir müssen die Dinge jetzt sofort haben, wir wissen doch, wie es eigentlich ist. Und die anderen wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, zu sagen, dass diese Welt, wie sie mal war, doch eine natürlich gewachsene Welt war, die unbedingt so sein muss, wie sie immer gewesen ist. So, und spannend ist, wie kriegt man eigentlich diese beiden Dinge zusammen? Und meine, wir reden ja jetzt über euch Grüne. Das ist doch interessant, dass euer, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, dass euer Milieu ja eigentlich eines ist, das beides vereint. Ja, also jetzt nicht, ich singe jetzt nicht das Lied sozusagen des besser verdienenden Milieus, das eigentlich keine Sorgen in der Welt hat, sondern ich singe das Lied derer, die sozusagen, deren Verortung relativ schwierig ist, weil sie eigentlich beides haben, an diesen Beharrungskräften zu arbeiten und an den Veränderungen zu arbeiten. Und das ist ja wahrscheinlich auch das, was diesen Veränderungsbegriff zu einem sehr voraussetzungsreichen Begriff macht. Ja? Auch nicht Veränderung um jeden Preis, sondern in eine ganz bestimmte Richtung. Und man könnte, du hast einige andere Beispiele noch genannt. Also wir beschäftigen uns mit, an meinem Lehrstuhl mit Medizinsoziologie. Wie hat sich radikal die Kommunikation zwischen ärztlichem Personal und Patientinnen und Patienten verändert in den letzten 20, 30, 40 Jahren? Und trotzdem ist es manchmal schwierig, diese Kommunikation sozusagen so zu machen, wie man das gerne hätte. Das fällt uns im Moment auf. Deshalb ist das auch zurzeit so eine interessante, so eine spannende Zeit, weil vieles aufbricht. Und man durch die Veränderung der Gesellschaft Veränderungspotenziale hervorbringen kann. Das war doch jetzt eine schöne Formel, oder? Ich wollte, ja, man merkt die Dialektik dahinter. Ich wollte die aber aufnehmen und den Punkt der politischen Partei, auch jetzt der Grünen, ist ja über die Böll-Stiftung dann ein Format in dem Milieu, mal kurz festnageln. Vielleicht dir mal eine Beschreibung zu werfen, wo ich unsere Aufgabe sehe oder die Schwelle, an der die Grünen stehen, versuche zu beschreiben. Denn du hast ja quasi ein soziologisches Paradoxon beschrieben, dass also unser gemeinsamer Freund Aladin El-Mafalani in diesem Integrationsparadox beispielsweise mal ausbuchstabiert hat, dass gelingende Integration zu gesellschaftlichen Spannungen führt. Ne? Sein Beispiel war, das fand ich ganz eindringlich, solange muslimische Frauen mit Kopftuch die Toiletten sauber gemacht haben, hat keiner ein Problem mit dem Kopftuch gehabt. Aber als sie Richterinnen und Lehrerinnen und Politikerinnen werden wollten, dann war es auf einmal ein Thema. Aber sie konnten es auf einmal werden. Also es gab gesellschaftlichen Integrationsfortschritt und der hat die Spannung größer gemacht. Und das kann man sicherlich übertragen. Dadurch wird es ja kompliziert. Also wenn die Fehler abgestellt werden müssen, dann macht es schwer sein, aber es ist ja eine klar strukturierte Aufgabe. Wenn die Erfolge zu neuen Problemen führen, also das erfolgreiche Agieren neue Problemstellungen aufwirft, dann wird es ja viel komplexer, damit umzugehen. So, und das übertragen, du hast ja recht, in der Beschreibung der Veränderung, das würde ich sofort zugeben, sind die Grünen die Partei,
im deutschen Parteiensystem, die diesen Veränderungsgedanken am stärksten verkörpert, am stärksten will. Ich habe es schon ausgeführt. Wenn der Zuspruch, die Erwartungshaltung, die projizierten Hoffnungen auf meine Partei, aber auch die Veränderungen in der Gesellschaft jetzt sagen, wir haben nach diesen 30 Jahre Bündnis 90 Die Grünen, 40 Jahre Die Grünen, einen weiten Weg durchlaufen, der auch große Erfolge gebracht hat, dann wiederholt sich ja diese paradoxe Figur auch für unsere Partei. Also wir stehen, weil wir erfolgreich sind, vor einer neuen Problemstellung, die im Grunde viel schwieriger zu beantworten ist als vor 20 Jahren, als man gesagt hat, hier stehen die, die was wollen, die wissen es besser, die sind avantgardistisch, die sind aufgeklärter und auch wahrscheinlich moralisch irgendwie, na, irgendwie woanders jedenfalls. Und die anderen sind irgendwie, das ist irgendwie dunkel und das muss erstmal aufgeklärt werden. Jetzt hast du aber mit der Figur, die du aufgemacht hast, eine viel komplexere Situation für die Grünen aufgemacht. Und wir versuchen, die so zu beantworten, dass wir diese Fixierung auf das eigene Milieu versuchen zu überwinden. Und nehmen dafür den Begriff Bündnis, Bündnispartei, geerbt aus der Bürgerrechtsbewegung der DDR und immer so ein bisschen verschämt mit uns rumgeschleppt. Diejenigen, die den Weg begleitet haben, wissen das, dass es immer wieder Versuche gab, diesen Begriff aus dem Parteinamen vielleicht doch zu entfernen. Wir sind die Grünen und das ist doch viel weniger sperrig. Aber in den letzten Jahren gelernt, ich glaube, weil wir erkannt haben, dass wir, wenn wir die gleichen Ziele fortschreiben wollen, für die wir gegründet wurden, politisch anders agieren müssen, da einen Begriff gefunden haben, der als eigener Begriff eine Kraft entfalten kann. Auch als Überführung dessen, was früher vielleicht Volkspartei hieß, also gleiche, vielleicht homogene Erwartungsmilieus in eine homogene Politik zu übersetzen. Das unter den Bedingungen der Spätmoderne, wo die Gesellschaft viel fragmentierter ist, auf eine gewisse Weise einzulösen. Also eine Gesellschaft der vielen und der Vielfalt, aber eine Gesellschaft. Oder jedenfalls die Arbeit daran nicht aufzugeben. Und die Frage ist, ob das gelingen kann, ob dieser Bündnisbegriff und die Idee dahinter mit in strategischen Allianzen mit verschiedenen Milieus Mehrheiten herzustellen im parlamentarischen System, die aber nicht erwarten, dass alle automatisch das gleiche Leben führen, die gleichen Lieder singen, das gleiche Essen essen und so weiter, sondern sich einigen auf ein Ziel und gleichzeitig aber auch einschließt, dass man versucht, die andere Seite und in ihrer Widerständigkeit die andere Seite zu verstehen. Ob das gelingen kann oder ob das schon so verkopft ist, dass das nur Soziologen gut finden, aber der Rest der Welt sagt, ey, was labert der Typ für einen Scheiß? Also natürlich ist es nicht so das Letztere, das ist klar, dass das ist gar nicht so abstrakt. Ich glaube, dass das ist, was in dieser Gesellschaft zurzeit stattfindet. Ich will mal über mich selber reden. Also ich, das ist ja öffentlich bekannt, bin jetzt ein Jahr lang Fellow der Konrad-Adenauer-Stiftung. Im Spiegel stand letztens nicht mein natürliches politisches Habitat. Das stimmt auch. Die sozusagen auch auf die Idee kommen, spannenderweise an sich selber einen Veränderungsdruck wahrgenommen zu haben und womöglich sich konfrontieren müssen mit anderen Milieus, will ich es gar nicht nennen, mit anderen Denkungsarten. Und für mich ist eigentlich das Spannende, ich stehe ja sozusagen diesem Bündnisgedanken sehr, wie ihr ihn entwickelt, sehr, sehr positiv und sehr, sehr sympathisch gegenüber, sozusagen zu sehen, dass diese ganz alten, selbstverständlichen Säulen in der Form nicht mehr funktionieren. Also, ich meine, die Aufgabe der Grünen ist es wahrscheinlich tatsächlich, in so einer Situation zu sein, die meisten Anschlusspunkte an unterschiedlichste Milieus zu haben im Vergleich zu fast allen anderen politischen Akteuren. Also das ist ja das, was man euch bisweilen vorwirft, ja, dass ihr gewissermaßen diejenigen, denen es aus den unterschiedlichen Milieus sehr gut geht, zusammenbringt. Und das ist eigentlich eine falsche Beschreibung, sondern es ist, glaube ich, schon eine Beschreibung von Leuten, die in den unterschiedlichen Milieus vielleicht diese Veränderungsdimension besonders stark machen müssen. Und das sieht man auch. Ich würde einen zweiten Aspekt von Bündnis damit reinbringen. Also das Bündnis dieser Milieus ist ganz, ganz wichtig. Was übrigens auch heißt, dass ihr auch als Grüne natürlich angreifbar werdet. Ja? Also ihr werdet natürlich im Moment als Grüne angreifbar für die Milieus, die euch damals gegründet haben und zu denen ihr natürlich biografisch selbst auch gehört. Also sozusagen, ihr seid jetzt eine Partei mit Anspruch auf Regierungsfähigkeit, was ja nicht nur bewiesen ist, sondern selbstverständlich sein. Bitte?
Das ist ja noch nichts Neues. Aber mit einem Anspruch auf Richtlinienkompetenz. Noch stärker, als das mal der Fall war, also mit einer noch stärkeren Verantwortung für etwas, was über das eigene Milieu hinausgeht. Das ist vielleicht bei wenn man auf Bundesebene das nimmt, bei dem Bündnis, das es ab 1998 gegeben hat, noch ein bisschen anders gewesen. Ich glaube, dass das jetzt ein viel stärkerer Anspruch ist und auch mit Recht ein stärkerer Anspruch, der wahrscheinlich andere Milieus noch anspricht. Aber dazu gehört, und das meint der Soziologe als die zweite Dimension von Bündnis, dass wir uns angucken müssen, was eigentlich für einen Veränderungsdruck auf dieser Gesellschaft tatsächlich lastet. Der Erfolg der klassischen Industriegesellschaft, der war ja, dass die unterschiedlichen Spieler der Gesellschaft, eine potente Ökonomie, ein liberaler Rechtsstaat, eine Gesellschaft, die sich langsam schon zu einer, sagen wir mal, stärkeren Pluralität als in den 1950er und 60er Jahren entwickelt hat, eine Gesellschaft, die dynamisch sozialen Aufstieg ermöglicht hat und so weiter und so weiter. Man kann es ja beschreiben, dass dieses Institutionenarrangement doch sehr in Frage gestellt wird. Also natürlich durch Globalisierung des Ökonomischen, durch neue Trägertechnologien, die eine Rolle spielen, durch den Verlust wahrscheinlich von Kontinuitäten, von Lebensführung. Ich glaube, dass das zurzeit der Schlüssel für politischen Erfolg ist. Wer kann eigentlich Leuten heute eine Vision davon geben, dass ihr Leben eine Kontinuität hat? Ja? Es ändert sich alles. Wir können Gesellschaften können zwischendurch Dinge aufhören. Unser Leben müssen wir relativ linear führen. Und das ist, glaube ich, das Bezugsproblem, das für die Leute unglaublich wichtig ist. Und da gehört zu Bündnissen eben auch die unterschiedlichen Spieler der Gesellschaft an einen Tisch zu bekommen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das sagen wir mal, wie man mit Gewerkschaften und Unternehmensvertretern, die zusammen mit Wissenschaft, Politik und vielleicht auch Medien und Öffentlichkeit neue Beschreibungen der Gesellschaft hinkriegen können, die sich nicht mehr an den klassischen Konflikten der Industriegesellschaft nur orientieren. Und dafür seid ihr natürlich der richtige Spieler, weil ihr gewissermaßen nicht aus den klassischen Säulen dieser Industriegesellschaft kommt, sondern eigentlich durchaus auch aus einer gewissen Form von Kritik auch der Erfolge dieser Industriegesellschaft. Das ist doch eigentlich das Spannende, dass man nicht sagen muss, das war alles Mist und es muss jetzt was Neues passieren, sondern wir kritisieren doch zurzeit eigentlich die Erfolge der letzten Jahrzehnte. Also den ökonomischen Erfolg, der ökologische Folgen hat, den ökonomischen Erfolg, der durchaus Folgen hat auf soziale Ungleichheiten, wenn die Dinge nicht mehr so funktionieren. Auch den Erfolg von Liberalität, die dazu führt, dass es Milieus gibt, die von sich glauben, dass sie abgehängt sind. Den Erfolg einer Gesellschaft, die migrationstechnisch zum Beispiel viel erfolgreicher war, als wir uns das üblicherweise zugestehen, jetzt aber feststellen muss, dass man damit auch offensiver umgehen muss. Und man könnte noch einige andere Beispiele finden. Also im Prinzip sind es ja die Erfolge von früher, die heute Probleme produzieren. Und an dieser Scharnierstelle zu sein, dafür muss man sowohl Milieubündnisse als auch, ich sag's mal sehr soziologisch, Bündnisse zwischen Vertretern aus unterschiedlichen Funktionssystemen finden, die man an einen Tisch bringen muss. Und also wenn ich jetzt gefragt würde, was ist die Aufgabe der Grünen im deutschen Parteiensystem, würde ich sagen, das ist diese Aufgabe, diese unterschiedlichen Kräfte tatsächlich zusammenzubringen. Ja, und ich würde sagen, und das ist eine Machtfrage. Denn das ist eine Machtfrage. Denn der Bündnisgedanke, der klingt immer so, alle dürfen mitspielen, die verschiedenen Player finden sich in einer irgendwie moderierten Gemeinsamkeit zusammen und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so ist es natürlich nicht im Wettbewerb der Parteien. Im Grunde ist dieser Bündnisgedanke es auszusprechen als Folge der Dynamik der Veränderung und dem Erfolg und dem Erfolg der Grünen ein kompletter Angriff auf die alte Parteienordnung. Denn wenn wir diejenigen sind, die diese Bündnisse organisieren, dann sind es nicht mehr die anderen. Ist ja logisch. Im gewissen Sinne stehen wir, und du hast es vor 10 Minuten grob ja schon quasi hergeleitet, ich habe es nur nicht so elegant, glaube ich, aufgenommen, an dem paradoxen Punkt, wie die muslimische Frau mit Kopftuch, die jetzt nicht mehr die Pissoirs sauber machen will, sondern Richterin oder Politikerin oder Ärztin werden will. Also der Erfolg schafft einen unglaublichen Widerstand. Und, ja. Und deswegen ist es gibt, glaube ich, ein Verkennen dessen, was wir gerade versuchen, weil in der Öffentlichkeit dieser Bündnisgedanke übersetzt wird mit
es wollen allen es allen recht machen und sich geschmeidig machen für irgendwelche Bündnisse mit anderen Parteien. Und Bündnispartei heißt, ach, die können mit jedem, so ungefähr. Und dann wird es übersetzt mit, die wollen eigentlich nur schwarz-grün machen und sich dann quasi da in die Betten der Macht reinkuscheln oder so etwas. Aber in Wahrheit, und die politischen Mitbewerber, die ein bisschen mehr draufschauen, sehen das, glaube ich, sehr genau, ist das ja der Angriff auf die Ordnung des Parteiensystems, wie es die Republik die ganze Zeit kannte. Ich meine, die Führungsfrage, also wer organisiert Bündnisse, oder früher hieß es dann vielleicht die Mitte, wurde immer zwischen der Sozialdemokratie und der Union ausgemacht. Immer. Vielleicht mit Schwächen in den letzten 10, 15 Jahren bei der Sozialdemokratie, aber der Anspruch war immer da. So, und jetzt gibt es einen dritten Player, der sagt, ihr macht das nicht mehr unter euch aus, sondern wir machen das jetzt aus. Und wir machen das sogar nicht nur als Dritter, sondern gegen euch beide aus. Also wir verändern ja nicht nur sozusagen euer Tableau, sondern wir verändern das gesamte Spielfeld dadurch, dass wir da drauf treten. Und deswegen ist dieser Bündnisgedanke kein neutraler, Wischiwaschi-Wohlfühlbegriff, sondern eine Herausforderung an die alte politische Ordnung. Ich persönlich glaube, nicht nur eine Herausforderung, weil wir Bock auf Herausforderungen haben, sondern wenn es stimmt, wie einige in deiner Sparte ja beschreiben, dass sich neben einer alten Mitte eine neue Mitte gebildet hat, die soziologisch vom Einkommensniveau und so weiter ungefähr der Mitte quasi entspricht, also nicht exorbitant besser oder dramatisch schlechter verdient, aber im Wertekorsett ganz was anderes repräsentiert. Aber wenn das so ist, dann muss sie halt auch in die Mitte. Also sonst macht es ja keinen Sinn. Eine neue Mitte links oben am äußeren Rand ist ja keine Mitte. Das ist links oben am äußeren Rand. Und dieser Anspruch, dann für die Breite der Gesellschaft, für das Zentrum der Gesellschaft Verantwortung und auch Führungsverantwortung zu übernehmen, ist mit dem Bündnisgedanken transportiert, und es ist keine neutrale Phrase, sondern es ist eine sehr selbstbewusste, fast mutige Phrase. Ja, also dem würde ich niemals widersprechen, wenn ich so verstanden würde, wenn ich diesen Begriff verwende, das wäre sozusagen eine Art von gesellschaftlichem Hauptseminar, in dem man am Ende guckt, ob hübsche Sätze dabei rauskommen, dann hätte das mit Politik natürlich nicht viel zu tun. Du hast vorhin gesagt, das ist eine Machtfrage. Natürlich ist es eine Machtfrage. Was soll es sonst sein? Aber die Machtfrage muss natürlich Loyalitäten produzieren. Also wiederum soziologisch formuliert, die Machtfrage stellt sich dort, wie organisiere ich damit Mehrheiten und wie organisiere ich damit sozusagen eine Plausibilität für das, was die Leute eigentlich umtreibt. Und ich habe das vorhin mal ganz kurz erwähnt. Wenn man sich wiederum an den früheren Erfolgen das festmachen will, dann würde ich sagen, es gab ja so eine Zeit, in der am Anfang der Bundesrepublik die Konservativen sehr erfolgreich waren, dann die Sozialdemokratie sehr erfolgreich war. Die haben eigentlich ein ähnliches Bezugsproblem bearbeitet. Also am Anfang nach einer großen Katastrophe eine Kontinuität in Lebensformen zu bringen und dann ab den 1970er Jahren eine Kontinuität eigentlich in eine sehr, sehr dynamische Gesellschaft zu bringen, die sozialen Aufstieg und Erwartbarkeit miteinander versöhnt hat. Das sind eigentlich so die beiden Geschichten, die frühe Bundesrepublik stark zusammengehalten haben mit diesen beiden Spielern. Und diese beiden Spieler haben bis heute das Problem, dass sie das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich beide so nicht beschreiben können, weil sie sehr stark in diesen Säulen eigentlich noch mit drin sind. Ja, also das gilt für Konservative, ist das Problem. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube, am meisten bewegen mussten sich in den letzten Jahrzehnten tatsächlich Konservative, weil sich die Gesellschaft so stark verändert hat. Also wenn man heute in der Union Leute damit konfrontiert, wie die in 1950er und 60er Jahren gesprochen haben, sind Welten dazwischen viel weiter, als das bei fast allen anderen Spielern sind, aber die sozusagen an der Frage stehen, wo ist der Punkt, an dem man Strukturen erhalten kann. Sozialen Aufstieg würde ich als Sozialdemokrat heute ganz anders formulieren, als das dort passiert. Ich glaube, dass da ein ganzes Narrativ abgebrochen ist. Das Spannende bei euch ist, dass ihr an keines der beiden 1:1 anschließen müsst. Ihr habt eigentlich eine größere Freiheit, diese Mitte, ob man das Mitte beschreiben soll, ist die Frage, aber diese Mitte zu beschreiben, weil ihr dieses Bezugsproblem vielleicht neu beschreiben könnt. Und jetzt sage ich, was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube wirklich, wir können das an vielen Ländern, in den USA zum Beispiel,
sehr deutlich beobachten. In den USA haben wir die Situation, dass ohnehin das amerikanische Sozialsystem ganz anders als das zentraleuropäische viel weniger auf Kontinuität hin gerichtet war. Aber sozusagen, dass man in solch einem System noch weniger den Leuten versprechen kann, dass sie zumindest für ihre eigene Biografie und vielleicht für die Hälfte derer ihrer Kinder wenigstens kalkulieren können, wie so eine Lebensform aussehen könnte durch ein Institutionenarrangement. Wenn das wegbricht, dann darf man sich nicht wundern, dass so eine Gesellschaft wie die amerikanische sich so polarisiert, wie das der Fall ist. So weit sind wir hier noch nicht, aber wir erleben doch im Moment, dass an allen Ecken und Enden diese Kontinuitätsversprechen eigentlich nicht funktionieren. Und ich glaube, dass das eure Aufgabe ist, da vielleicht mit einem neuen Narrativ reinzugehen. Deshalb finde ich das ja mit den Bündnissen auch so sympathisch, selbst wenn es um Macht geht, finde ich es sympathisch zu sagen, da müssen neue Arrangements her. Und da müssen wahrscheinlich neue Arrangements her im Hinblick auf sozialpolitische Fragen, im Hinblick auf die Frage, mit welchen Technologien man eigentlich auf Weltmärkten reüssieren kann. Das ist keine unwichtige Frage für ein Land wie unseres, indem man dann eben fragen muss, wie können wir eigentlich das ökologische Problem und die Frage unserer Wettbewerbsfähigkeit in einem Atemzug gemeinsam lösen und das nicht als ein Gegeneinander auffassen. Wie kann man, ich glaube nicht daran, dass alles sich mit Technologien, mit neuen lösen lässt, aber ganz ohne wird es auch nicht der Fall sein. Wie ist es eigentlich möglich, traditionelle und, sagen wir mal, liberal urbane Milieus nicht nur zu versöhnen in der Art und Weise, dass die nebeneinander stehen können, sondern dass die feststellen, dass sie zur gleichen Gesellschaft gehören und ähnliche Probleme lösen müssen. Also ich glaube, dafür braucht man genau diese zentrale Position und der Machtanspruch, der müsste ja tatsächlich sein, nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern vielleicht die wichtigen und schlauesten Spieler aus diesen unterschiedlichen Bereichen zusammenzubringen. Das würde man doch wahrscheinlich unter Bündnis verstehen. Übrigens finde ich die Reminiszenz an die späte DDR mit dem Bündnis auch inhaltlich, also das liegt nicht nur aufgrund der Geschichte nahe, sondern auch inhaltlich, das war ja durchaus eine Bewegung, die Unzufriedenen mit dem Regime aus dem unterschiedlichsten soziokulturellen Milieus der DDR-Gesellschaft eigentlich rekrutiert hat. Und das kann man ja zumindest als eine ästhetische Parallele durchaus betrachten, die viel mit diesen Bündnissen zu tun hat. Ich sage nur noch mal, der Soziologe in mir sagt, ihr müsst sozusagen auch auf diese Bündnisse der unterschiedlichen, wie soll man sagen, Dürkheim hätte gesagt, Berufsgruppen, ich würde heute sagen, der Funktionen in der Gesellschaft finden. Ich glaube, dass die Wirtschaft ein Partner für euch in gewisser Weise viel stärker sein kann als für die anderen Spieler, die genannt worden sind, weil die natürlich auch merken, dass der Veränderungsdruck sich mit in der Zeitstruktur sehr, sehr, sehr stark über diese 3-Monats-Geschichten hinaus bewegt und man sich tatsächlich die Frage stellen muss, wie wir eigentlich weiterhin erfolgreich sein können. Es gibt so ein Siegersyndrom. Ja? Die Sieger mussten oftmals nicht darüber nachdenken, warum sie eigentlich die Sieger waren, weil es so gut war. Und wir Europäer, noch mehr die Nordamerikaner, haben geglaubt, dass die Dinge einfach immer so weiterlaufen, wie sie laufen. Das tun sie aber nicht. Und das gilt im Übrigen auch für die Demokratie, nicht nur für Technologiepolitik. Also auf allen Gebieten stellt sich die Frage, wie knüpft man eigentlich an frühere Erfolge an? Man kann das nur, jetzt nehme ich deinen Begriff auf, indem man wahrscheinlich die Dinge stark verändert. Da würde ich auch sagen, ein Weiter-so geht im Moment auf gar keinen Fall. Ich würde gerne noch das auf die gegenwärtige Lage übertragen, weil die ja von mindestens 2 Veränderungen geprägt ist, die dann die nächste Bundestagswahl stark beeinflussen werden. Die erste Veränderung ist, dass wir die erste Wahl haben werden, wo keine amtierende Kanzlerin oder ein amtierender Kanzler antritt. Das kennt Deutschland seit Konrad Adenauer nicht mehr, also seit vor Konrad Adenauer nicht mehr, weil damit erstmal jenseits von Personen, die da rumturnen werden, die ganzen Narrative, also die vertraute Logik über Bord geht, also keine Experimente und Sie kennen mich, das funktioniert nicht mehr, alles ist ein riesiges Experiment und niemand weiß, wer da kommt oder wie sich die Person dann in dem Amt bewähren wird. Und umgekehrt kann die Opposition auch nicht sagen, naja, wir wissen es vielleicht auch nicht so gut, aber Hauptsache, die müssen weg, denn Frau Merkel tritt ja nicht mehr an. Und gleichzeitig die Veränderungen und die Bedingungen, die wir durch Corona jetzt erleben,
neben all den anderen politischen Großthemen, ja. Klimawandel, Erderhitzung, globale Ordnung, Europa und so weiter. Und die Verschiebung, die du eben auch beschrieben hast, ist ja auch eine, die man vielleicht so fassen kann, dass soziale Fragen als Organisationsparadigma der Gesellschaft alleine, die sind natürlich noch voll da und Armut ist eklatant und Zugang zu Bildung hat viel mit materiellen Ressourcen zu tun und so weiter. Aber sie steht nicht mehr alleine da, sondern es gibt daneben auch eine kulturelle normative Ordnung, die auch verknüpft ist mit sozialen Fragen, aber sie sozusagen kreuzt oder jedenfalls schneidet in einem gewissen Sinn. Es gibt eben auch kulturelle Ungerechtigkeiten oder das Gefühl, nicht gesehen, nicht gehört, zurückgesetzt zu werden auf verschiedenen Ebenen. So, meine Frage, aber ich kann da auch meinen Blick darauf geben, ist, wie sich jetzt diese beiden Veränderungsimpulse, die zwangsläufig im nächsten Jahr durchschlagen werden, darauf auswirken wird. Ich glaube, dass die Merkelsche Regierungsära, und man muss ja von einer Ära Merkel sprechen, die jetzt zu Ende geht, die Union und damit im Grunde die Gesellschaft abgeschirmt hat, sich in vollem Umfang mit der kulturellen normativen Gerechtigkeitsfrage zu beschäftigen. Und dass die voll durchschlagen wird, wenn Frau Merkel dann irgendwann nicht mehr die dominante Figur in der deutschen Tagespolitik sein wird. Also dass die Kräfte, die schon in der Vergangenheit die Gesellschaft geprägt und teilweise auseinandergetrieben haben, eher stärker werden. Bei der Corona-Frage bin ich mir nicht sicher. Das hängt natürlich ganz maßgeblich davon ab, wie jetzt die zweite Welle, die Pandemiebekämpfung ausgehen wird. Es kann zu einer Rückkehr der sozialen Frage kommen. Der Bundeshaushalt für die nächsten Jahre ist im Eimer. Also die Bundesregierung, die GroKo, hat alle Reserven aufgebraucht. Die Steuereinnahmen brechen weg. Die Sozialausgaben werden hoch sein, vielleicht werden sie explodieren. Und dann stellen sich notwendige Einnahmefragen, also Steuererhöhungsfragen oder eben Ausgabenkürzungsfragen. Mehr gibt die Logik ja kaum her. Also es kann sein, dass Paradigmen, die in den letzten 10 Jahren nicht mehr die starke Rolle gespielt haben, seit der Finanzkrise vielleicht keine Rolle mehr so stark gespielt haben, voll wieder zurückkommen und das kulturelle Normative völlig an den Rand drängen. Es kann aber auch sein, dass die Corona-Lebenserfahrung diese kulturell normativen Fragen noch mal stärker ausprägt. Also, dass die einen sagen, das war jetzt zu viel Veränderung, jetzt wollen wir erst recht nur noch auf Tafeln schreiben, wie sie bei dir hinter der Wand hängen. Und die anderen sagen, jetzt haben wir aber gesehen, jetzt muss richtig der Unterricht digitalisiert werden und keine Wissensvermittlung mehr, sondern nur noch aus sich selbst heraus neu denken, die Kinder zu Subjekten machen und so weiter. Es kann sein, dass Europa vor die Hunde geht oder dass man sagt, jetzt haben wir gelernt, Europa muss vorangehen. Also, dass die politisch normativen, kulturell normativen Fragen eher stärker werden. Das ist im gewissen Sinne nicht ausgemacht, finde ich, wie sich die politische Landschaft da aufstellen wird. Aber es wird aus meiner Sicht in jedem Fall zu einer starken Zuspitzung, man würde wahrscheinlich sagen Polarisierung der Gesellschaft führen. Und das scheint im Moment nicht gesehen zu werden, weil alle, na, das bricht jetzt gerade weg, ne? Aber bis die letzten 8 Monate haben sich alle so einvernehmlich hinter der Regierung versammelt und das läuft doch schon ganz gut in Deutschland. Jetzt gerade, gerade während wir sprechen, in diesen Tagen, ändert sich das, ne? Die Leute sind unzufrieden und die Länder kriegen es nicht mehr hin. Aber die Bundesregierung hat eigentlich auch keine richtige Strategie. Und wenn du die Ansprache von Frau Merkel vom März nimmst und ihre Videobotschaft vom letzten Wochenende, dann hast du im Grunde 2 Symbole, die ganz komisch nebeneinander stehen. Gesagt hat sie mehr oder weniger das Gleiche, aber es ist völlig anders rezipiert worden von vielen Menschen jedenfalls. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht genau, welches Paradigma am stärksten sein wird. Aber es wird aus meiner Sicht dazu führen, dass diese große We are all in this together Haltung sehr schnell zerstört wird und wir eine sehr zugespitzte, sehr harte Wahlauseinandersetzung kriegen werden. Ja, also sicher ist bestimmt, dass die Wahl im nächsten Jahr, der Wahlkampf im nächsten Jahr besonders inhaltlich sein wird, weil man sozusagen das natürlich, also es gibt keine Kanzlerin, die wieder antritt, dass man es auf die Person auf der einen Seite tatsächlich beziehen kann. Ich will zunächst mal was zur Pandemie sagen. Also
Die Pandemiesituation ist schon eine Ausnahmesituation. Was wir im Moment sehen und erleben, und ich glaube, ich habe das ehrlich gesagt am Anfang der Pandemie nie richtig geglaubt, habe das auch in mehreren Interviews gesagt. Ich glaube, da müsste man ein bisschen korrigieren. Ich glaube schon, dass das starke Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird, gar nicht auf die Gesellschaftsstruktur. Aber was wir im Moment schon erleben, das ist, wie schwierig das ist, Entscheidungen unter Bedingungen von Unsicherheit zu treffen. Also man kann ja ein Publikum wahrscheinlich nicht noch stärker vorführen, dass man entscheiden muss, aber keine Kriterien dafür hat. Das muss man ja im Moment tatsächlich zugeben, wenn man die handelnden Akteure kritisiert. Wenn man selbst der handelnde Akteur wäre, man wüsste es auch nicht so genau. Und das haben wir wahrscheinlich so deutlich selten vorgeführt bekommen, das, was wir eigentlich in soziologischen Hauptseminaren den jungen Leuten immer beibringen, dass Entscheidung unter Unsicherheit was ganz Besonderes ist und eigentlich die Entscheidungssituation ist. Jetzt kriegen wir das vorgeführt und das ist wirklich eine schwierige Situation. Die wird uns noch einiges beschäftigen. Aber zu deiner Diagnose der Polarisierung. Also ich würde mir vorstellen, eine Polarisierung wird es vor allem dann geben, wenn es niemandem gelingt, den Fehler zu vermeiden, die sozialpolitischen Fragen und man muss ganz klar sagen, die Verteilungsfragen, die Fragen der ökonomischen Potenz, die Fragen der Handlungsfähigkeit des Staates und so weiter, wie man diese ganzen Begriffe nennt, auszuspielen gegen die, du hast das kulturell, die kulturell normativen Fragen genannt. Ne? Wenn man das tatsächlich ausspielt gegeneinander, und es gibt politische Akteure, die tun das und werden das tun, dann führt das natürlich zu einer Polarisierung, zu einer sehr unproduktiven Polarisierung, weil keine der beiden Seiten die Lösungen für das jeweils andere ist, sondern man braucht eigentlich eine Idee, wie man das aufbrechen kann. Also wie man sehen kann, dass das eine mit dem anderen sehr, sehr stark miteinander verschränkt ist. Also die Frage sozusagen der Verteilungsgerechtigkeit und die Frage, man würde sagen, die klassischen staatstheoretischen Fragen, könnte man ja sagen. Ich habe es vorhin schon gesagt, die stehen ja zurzeit auch ohne die hohe Schuldenaufnahme, die wir in diesem Jahr jetzt hatten, tatsächlich unter Beobachtung. Also viele der Routinen, die funktionieren in der Form nicht. Da müssen neue Modelle ran, das muss man ganz klar sagen. Also die relativ kurze marktradikale Phase, die wir hatten, die hat ja auch die Illusion zum Teil gehabt zu glauben, na gut, da ist ein Mechanismus, mit dem das funktioniert. Das ist nicht der Fall gewesen. Die Rückkehr sozusagen des Staatlichen hat früher stattgefunden. Also das ist nicht nur etwas, was mit der Pandemie gekommen ist, sondern auch die Feststellung, das sieht man an den Diskussionen der Liberalen, also die Hyperliberalen entdecken bei dem alten Hayek jetzt auch, dass der den Staat eigentlich gar nicht so schlecht fand. Ja, was übrigens stimmt, wenn man die Sachen mal richtig liest, aber wir machen ja jetzt kein Hauptseminar. Die spannende Frage, also diese eine Seite war schon unter Druck. Und über die andere haben wir ja auch gerade schon gesprochen. Zu sagen, dass dort diese starken kulturell normativen Konflikte entstehen, das muss man vielleicht auch den Protagonisten dieser sagen wir mal, emanzipatorischen Gruppen beibringen, ist auch ein Ergebnis eines bestimmten Erfolgs. Und wenn man darüber andere Geschichten erzählen kann, als nur die der Polarität, dann hätte man wahrscheinlich was gewonnen. Also womit gewinnen eigentlich die Populisten? Die Populisten gewinnen mit dem Satz, den du gerade gesagt hast, jetzt haben wir mal genug mit diesem ganzen Identitäts- und normativen Zeug, jetzt geht es um die eigentlichen Dinge. Das ist genauso falsch, wie zu sagen, der Kapitalismus ist sowieso vom Teufel, wir kümmern uns eigentlich nur um diese normativen Fragen, sondern auch da, ich weiß nicht, ob wir jetzt den Bündnisbegriff ein bisschen überstrapazieren, aber auch da geht es um Verbindungen, und zwar Verbindungen nicht im Sinne, die Konflikte wegzudenken, sondern vorzuführen, dass das eine mit dem anderen sehr, sehr stark zu tun hat. Übrigens vielleicht zu der kulturell normativen Frage. Wir denken dabei immer an die eher weiblichen, emanzipatorischen, großstädtischen, gut gebildeten Milieus. Das ist ja eigentlich ein Denkfehler. Ja? Dazu gehören auch diejenigen, die das erste Mal, müsste man sagen, sich überhaupt kulturell beschreiben müssen, weil sie das vorher nie wollten oder mussten. Also die schöne, wunderbare Figur des alten weißen Mannes, die natürlich auch doof ist, aber die ja durchaus etwas beschreibt. Die beschreibt, dass auf einmal eine Gruppe in der Gesellschaft, die sich eigentlich nicht selber reflektieren musste, weil sie eigentlich immer schon, ja,
alles sagen konnte, es eigentlich falsch gar nicht sagen musste, jetzt befragt wird, wenn es gelingt, das zu sozusagen auch daraus auch eine Chance zu sehen, ja, eine Chance zu sehen, sich zu sehen, dass sich diese Dinge neu ordnen und diese unterschiedlichen Gruppen womöglich mehr gemeinsame Konflikte womöglich haben und gemeinsame Interessen, als man so denkt. Und bei der sozialpolitischen Frage auch zu sehen, da geht es auch um Industriepolitik, da geht es auch um Standortpolitik, da geht es auch um Technologiepolitik, da geht es aber auch um den Willen anzuschließen an die wichtige Funktion des Sozialstaats für eine Demokratie. Also ich meine, die Verbindungslinien sind da, aus denen muss man ein politisches Programm machen, das sich gegen Programme richtet, die das eine gegen das andere ausspielen wollen. Was man ja interessanterweise dieses Ausspielen an beiden Seiten findet, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite findet man die Versuche, eigentlich diese Dinge gegeneinander auszuspielen. Also vor allem die eigentlichen politischen Probleme gegen das, was Gerhard Schröder mal das Gedöns genannt hat. Und da muss man wahrscheinlich die Verbindungen sehr stark machen. Auch da würde ich jetzt wieder sagen, ohne Not was zu übertrieben Freundliches über euch sagen zu müssen, aber das ist natürlich die Position, die ihr im Parteiensystem habt. Also wer soll das sonst machen, diese Art von Konfliktlinie wenigstens semantisch aufzubrechen, was natürlich auch im eigenen Milieu durchaus mit Konflikten beladen ist. Ja, also man muss, wenn man Lernprozesse produziert, im eigenen Milieu sie wahrscheinlich am allerstärksten machen. Ich glaube, dass das zurzeit für verschiedene politische Milieus in Deutschland gilt. Und das wäre sozusagen der Punkt, der bei euch besonders wichtig ist. Und deine Beschreibung und deine Diagnose, die würde ich eins zu eins teilen. Bei uns ist es, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf im Moment, und das macht sich dann fest an diesen Debatten über den Dannenröder Wald beispielsweise, so dass mit dem Anspruch, Bündnispartei, also um die Führung zu kämpfen, Schablonen für uns bereitgestellt werden, so zu agieren, wie andere es immer tun. Ja. Das, ne, am Ende auch die von Annalena und mir so heiß geliebte Kanzlerfrage. Also da wird ein Raum aufgemacht, mit Bildern bestellt und gesagt, sind die so, wie die Bilder es vorgeben? Agiert die Partei so, wie Parteien mit 20, vielleicht ein paar mehr Prozent immer agiert haben? Und das ist natürlich überhaupt nicht unser Anspruch. Also wenn die Hälfte von dem stimmt, was wir in der letzten Stunde gesagt haben, dann folgt daraus ja, dass sich Machtdenken, die Rolle von Institutionen, das Verhältnis von Staat, von die da oben und wir Regierten ändern muss. Und das Neue Mitte ist in der Tat dämlich, weil auch schon dreimal verhunzt und von Tony Blair und Gerhard Schröder verbraucht. Aber sagen wir, ein Zentrum oder ein Selbstverständnis der Gesellschaft, ein Herz der Gesellschaft neu etablieren muss oder erst neu geschaffen werden muss. Und es ist eben nicht ein statisches, uniformistisches, Ludwig Erhard hat es mal gesagt, formatierte Gesellschaftsverständnis, sondern es ist fluktuierender, dynamischer, liquider und so eben auch das Rollenverständnis. Also wenn wir diesem Anspruch gerecht werden wollen, dann müssen wir ja die Schablonen hinter uns lassen oder nicht in diese Schablonen reinlaufen. Deswegen ist es aus unserer Sicht zwar anstrengend, aber nicht eine Zerreißprobe in Landesregierung zu sein und gleichzeitig Allianzen mit Bürgerbewegungen und Protestierenden in einem gewissen Maße jedenfalls zu finden. Also die Impulse der Gesellschaft aufzunehmen und nicht zu sagen, naja, das ist alles so Tüdelkram auf der Straße und so ein bisschen auf Bäumen schlafen, das kann man mal machen, wenn man Kinder ist. Aber richtige Politik, die ist woanders. Noch zu sagen, wir sind eine Bürgerbewegung und die Macht zu verwalten, den Staat zu lenken, die richtigen Verfahren einstielen zu können, das ist alles irgendwie bäh. Sondern da eine neue Form von Konglomerat, von Allianzdenken zu schaffen, das ist ja das, worum es geht. Das ist der ganze Einsatz sozusagen. Und wir merken, dass wir arbeiten müssen. Aber das ist ja diese Machtfrage, von der ich schon vor 20 Minuten gesprochen habe, diese Machtfrage da auch durchzuhalten. Aber das ist, glaube ich, das, wo wir gerade stehen. Der Anspruch ist vernommen und wird auch ernst genommen. Und ich glaube, es sind Fallen, die uns gestellt werden. Aber wenn ihr diesen Anspruch habt, dann müsst ihr aber auch so aussehen wie Angela Merkel und so reden wie Gerhard Schröder und so aussehen wie irgendjemand. Und sonst seid ihr keine richtigen Politiker. Oder Politikerin. Und
das wäre das Ende von allem, würde ich sagen. Also das ist dagegen, Veränderung und Bündnisgedanke spricht genau dagegen, es zu tun. Und das muss man halt versuchen, jetzt durchzuhalten. Ich versuche mir gerade jemanden vorzustellen, der aussieht wie Angela Merkel und redet wie Gerhard Schröder. Aber das überlege ich mir nochmal. Also meine, eine dieser Erwartungen, die ja auch sozusagen in der Publizistik sehr oft vorkommen, das ist der Begriff der Volkspartei, ne? An den man sich so gewöhnt hat. Also man hält das eigentlich für die Normalform von Politik. Das steht heute auch noch in den Sozialkundebüchern in Deutschland, dass ein normalpolitisches Modell eigentlich darin besteht, dass man zwei fast gleich große Säulen hat, die jeweils für die beiden wichtigsten Milieus der Gesellschaft stehen. Das gibt es schon lange nicht mehr. Also auch, ich würde auch sagen, das Narrativ zu sagen, dass die Union die letzte Volkspartei ist, stimmt auch nicht mehr so richtig, aber vielleicht noch am ehesten. Ich glaube nicht, dass eure Rolle eine sein kann, die Volkspartei heißt, ja, sondern das ist wahrscheinlich eher, also weil Volkspartei setzt eigentlich voraus ein identifizierbares Milieu, in dem man sozusagen unter Vermeidung von zu großen kommunikativen, wie man sagen, also Kosten, etwas Gemeinsames beschwören kann. Was ihr machen müsst, das ist vielleicht viel anspruchsvoller, nämlich ihr müsst sozusagen dieses Gemeinsame sogar eher herstellen, als dass man das abschöpft und es schon da ist. Also wenn man das klassischerweise sagen würde, dann würde man sagen, Union und Sozialdemokratie, das war mal sozusagen auf der einen Seite die Unterscheidung von Kapital und Arbeit, was auch nicht ganz stimmte, aber auch die Unterscheidung, sagen wir mal, von Veränderungsbereitschaft und Konservativen. Das funktioniert alles überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, dass dieser Bündnisgedanke, den ich wirklich sehr, sehr attraktiv finde, darin besteht, sich diejenigen suchen zu müssen, mit denen man was machen kann. Also ich versetze mich gerne mal in einen naiven Beobachter des Politischen. Also jetzt mal so wirklich, so, das bin ich wahrscheinlich sowieso, aber so richtig naiv. Ja? Und was ich ganz spannend finde aus so einer naiven Perspektive ist, ich finde politisch manchmal attraktiv, wenn Leute, die eigentlich nicht zusammengehören, auf interessante Lösungen kommen, für die es auch eine Durchsetzungsmöglichkeit gibt. Immer die Machtfrage mitgedacht. Ja? Also das ist etwas, vielleicht ist das die Deformation professionell des Wissenschaftlers, der nichts langweiliger finden kann als die Kolleginnen und Kollegen, die genauso reden wie er selber, sondern der sozusagen herausgefordert werden will durch das ganz andere, dass das bisweilen stattfindet. Ich habe zurzeit aus Fächern Dinge gelernt, die man bei einem Soziologen zunächst mal nicht erwarten würde. Das tut zum Teil richtig weh, wenn man feststellt, dass manche andere an bestimmten Dingen weiter sind als man selber. Ich glaube, dass das der Punkt ist, an dem man feststellen kann, das sind die Situationen, an denen Sätze entstehen, auf die man alleine nicht gekommen wäre. Und nicht, dass du mir vorwirfst, ich würde da die Machtfrage außer Acht lassen. Ich glaube, die Machtfrage wird sich tatsächlich nur entscheiden, wenn man in der Lage ist, sagen wir mal, Abweichungen zu ermöglichen, wo die Leute sagen, genau, das in die Richtung muss das eigentlich gehen. Und ich glaube, ihr könnt am meisten profitieren, wenn ihr sozusagen mitdemonstriert, dass ihr nicht nur die Sachwalter derer sind, die sozusagen von außen das Vorurteil haben, dass ihr eigentlich nur die Partei von irgendwelchen, wie hast du das gerade genannt, Traumtänzern, die identitätspolitische Spielchen machen. Das Spiel darf man gar nicht mitmachen, sondern man muss tatsächlich feststellen, dass sozusagen die Massenbasis, dachte man früher, eine ganz andere ist. Und da muss man Leute zusammenbringen, die eigentlich nicht zusammengehören. Ich glaube, dass das Attraktive eigentlich sein kann und sein muss. Wenn man sich mal die großen politischen Spieler der Vergangenheit anguckt, dann galt das da auch. Also die Konservativen haben Leute zusammengebracht, etwa was Konfessionen angeht. Das ist für uns nicht mehr entscheidend. Die konnten nicht an einem Tisch sitzen und haben das dann getan. Die Sozialdemokraten haben tatsächlich Intelligenz und Arbeiter in einer bestimmten Art und Weise zusammengebracht und dadurch auch sozialen Aufstieg ermöglicht. Also ich nehme jetzt mal diese großen Sätze von vor zwei Generationen. Sowas Ähnliches steht jetzt auch bevor zu sehen, was sind eigentlich die Kräfte, die man nicht an einem Tisch erwartet und mit denen man sich nicht die Machtchancen normalerweise erarbeiten würde, die man im Kopf hat. Also das ist sozusagen, wenn es um die grüne Story oder die grüne Geschichte geht, das ist wahrscheinlich die Geschichte, um die es geht, um die sich übrigens auch andere politische Akteure zurzeit kümmern müssen, aber wahrscheinlich nicht diese vielen Andockstellen haben, weil sie nicht dieses freie Bein haben, sondern viel mehr sozusagen, also weniger Spielbein haben, sondern viel mehr so ein Bein, in dem man immer schon feststeht. Also wenn man das zu so einer Geschichte machen würde, würde ich das tatsächlich sagen. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht zu
zu freundlich klingt. Ich meine das überhaupt gar nicht freundlich, sondern wirklich als ein Versuch einer strukturellen Beschreibung. Ihr könntet es euch auch viel einfacher machen, muss man sagen, in dem klassischen Milieu zu bleiben und dann sozusagen dort weiterzumachen, wo man auch stand, was die Möglichkeiten von Stimmen angeht. Es gibt überhaupt nicht freundlich, außer dass du das immer freundlich vorträgst, sondern das ist ja eher eine Quadratur des Kreises, Anspruch, der da mitschwingt. Und deswegen würde ich das immer ergänzen wollen, auch ein bisschen aus der Erfahrung rausreden, dass nur zu sagen, wir bringen unterschiedliche Leute zusammen und die sollen mal reden und dann findet sich eine Lösung, das ist noch keine Politik, sondern es braucht schon die Auseinandersetzung um den richtigen Weg und der muss dann auch vorgegeben werden. Also wenn ich zwei Beispiele aus der Praxis nennen darf, jetzt aus meiner Ministertätigkeit, da gab es unendlich viele Konflikte, Stromnetzausbau, 500 Kilometer, 380 KV-Leitungen, 70 Meter hoch, keiner wollte die haben und Protest und Widerstand und die Naturschutzbewegung, aber auch die Windmüller, die ihren Strom haben wollten und so weiter. Und da ist im Grunde das passiert, was du wolltest. Die Anwohner und die Interessenträger waren alle zusammen in einem Raum, aber es konnte nicht darüber verhandelt werden, ob die Stromleitung gebaut wird. Denn das war meine Vorgabe. Ich als verantwortlicher Minister habe gesagt, die Leitung muss gebaut werden, aber wie wir sie bauen, da lang, gerade oder in Kurven, in Teilen unter der Erde oder wie immer, das ist alles verhandelbar. Und wenn wir hier eine gemeinsame Lösung finden, sorge ich dafür, dass die möglichst umgesetzt wird. So dass also darüber beides da war, wenn du so willst, eine politische Macht der Veränderung. Also es muss eben erneuerbarer Strom von Norden in den Süden fließen und gleichzeitig eine Einladung, nicht zu sagen, wir wissen das aber besser, das planen irgendwelche Ingenieure und Raumordner, sondern das ziehen wir durch und ihr lauft da zwar rum und joggt und spielt mit euren Kindern und schützt die Vögel, aber ihr habt alle gar keine Ahnung, wie das geht, das wissen wir besser. Sondern es war beides. Und das Gremium, in dem sowas, glaube ich, am populärsten im Moment aufgestellt wird, sind Bürgerräte oder Bürgerinnenräte, wo man Menschen zusammenbringt, geloste Menschen wie so ein Schöffengericht, die dann zu einer bestimmten Frage eine Empfehlung geben. So hat Irland eine Abtreibungsregelung geschaffen. Das Beispiel ist, glaube ich, bekannt. Und auch da würde ich sagen, es wäre falsch, wenn man sagt, wir holen mal, keine Ahnung, 200 Leute zusammen. Die sind dann zwar im besten Fall repräsentativ zusammengesetzt und die sollen mal die Bundesregierung oder eine Partei oder wen immer beraten zu energiepolitischen Fragen oder zum Klimaschutz oder so etwas, sondern du musst ihnen dann auch sagen, wie groß soll der Bundestag sein? Ja, wir stehen uns quasi selbst ein bisschen im Weg. Wir Politikerinnen und Politiker, wir reden ja über unsere eigenen Wahlkreise. Aber wie groß soll er sein? Er darf nicht zu groß sein, er darf aber auch nicht zu klein sein. Was ist die richtige Größe? Und eure Empfehlung werden wir ernst nehmen. Und dann, du musst schon sagen, der Bundestag muss anders werden. Oder wir brauchen eine Lösung an dem Feld, wie die Lösung aussieht, innerhalb der Korridore, die wir politisch verantworten, das überlassen wir ein Stück weit eurer Weisheit und eurer Empfehlung. Und ich glaube, es braucht beides. Es braucht einerseits die Auseinandersetzung, wohin soll die Reise gehen. Davon dürfen sich politische Parteien nicht freisprechen. Das ist die Machtfrage. Und es ist gleichzeitig ein Machtabgeben, dass die Umsetzung, die Wege zu diesem Ziel gerne breit verhandelt werden können. So wäre dann der Bündnisgedanke übersetzt in formale Formen praxistauglich. Ja. Also ich wäre falsch verstanden worden, wenn ich tatsächlich gemeint hätte, man bringt jetzt mal Leute zusammen und dann kommt da irgendwie eine Lösung dabei raus. Also ich habe das ja gerade gesagt, das sind schwierigste Prozesse. Das sind Prozesse, die unglaubliche Konflikte produzieren. Wir wissen ziemlich genau, dass jede Veränderung mehr Konflikte produziert als weniger. Wenn man Konflikten aus dem Weg gehen will, dann muss man die Probleme aufschieben, dann kommen sie später. Aber also das kennen wir ja alles. Das kann man ja schon fast mathematisch darstellen. Das ist irgendwie gar nicht so richtig schwierig. Ich würde sagen, ein Narrativ zu entwickeln, mit dem man Macht entfalten kann, dafür braucht man dann aber schon diese unterschiedlichen Akteure, von denen man tatsächlich lernen kann. Also ich meine, wie gesagt, meine Deformation professionell ist vielleicht tatsächlich die der Lernbereitschaft. Also wie kommt man eigentlich auf die Konzepte, die richtigen sind? Wie kommt man eigentlich darauf, ein Narrativ den Leuten anzubieten, dass sie dann auch gutieren, auch politisch gutieren, als Machtchance, als Machtoption gutieren, bei dem sie sozusagen nicht ihren Willen, der sofort
eins zu eins in etwas umgesetzt wird, gemacht wird. Das ist doch die Idee der Marke einer Partei gewesen, dass man gewissermaßen ein Paket kauft, das sozusagen als Paket nicht mehr so eindeutig funktioniert, wie das bei den klassischen Parteienkonstellationen der Fall gewesen ist. Es bleibt euch eigentlich gar nichts anderes übrig, als beides zu machen. Die Durchsetzungschancen für bestimmte Dinge zu machen, auf der anderen Seite diese Lernprozesse tatsächlich zu ermöglichen. Ich meine, schaut euch doch mal selber an. Ihr seid doch selber das Ergebnis genau dieser Lernprozesse. Also ich bin ja die gleiche Generation. Ich habe 1979 zu studieren begonnen. Ich habe übrigens Rudi Dutschke, kurz bevor er gewählt war, bei dem ersten Grünen-Konvent dabei zu sein in Münster, 2 Monate vor seinem Tod gesehen. Das war eine riesige, als junger Student, eine riesige Aufbruch sozusagen gegen auch den Staat eigentlich formuliert mit seinen Routinen und mit einer unfassbaren Werf, zum Teil auch mit einer unfassbaren Naivität, aber einer sehr sympathischen Naivität. Ich will das überhaupt nicht negativ reden. Und wenn wir jetzt mal angucken, was das für Lernprozesse in den Jahrzehnten danach waren, nicht in dem Sinne, dass man die Werf los geworden ist, sondern dass man festgestellt hat, dass man sich abarbeiten musste an Akteuren, die offensichtlich doch anders funktioniert haben, als man sich das vorgestellt hat. Zum Beispiel Parlamente, das ist doch super spannend. Ihr seid doch inzwischen diejenigen, die sozusagen dem so einem Institutionengerüst wie dem Parlamentarismus, es steht niemand so in der Öffentlichkeit zu sagen, das müssen wir schützen bis zum geht nicht mehr. Alle anderen würden sagen, das tun sie auch, aber bei euch hat es einen Informationswert, weil die Geschichte eine ganz andere ist. Und das ist nicht nur eine Machtfrage, sondern auch eine Lernfrage. Die spannende Frage ist, wie kann man die Machtfrage und die Lernfrage zusammenbringen? Also ich würde ja sagen, dass die Lösung der Klimakrise nicht nur eine Machtfrage ist, sondern auch eine Lernfrage, weil wir wissen noch gar nicht so genau, wie wir das eigentlich machen. Ich glaube, dass viele Konzepte, die da sind, noch nicht so weit sind, dass sie tatsächlich also in der Fläche funktionieren. Da muss wahrscheinlich noch einiges passieren. Und das meine ich, also sozusagen, es sind doch eigentlich immer die Kräfte stark geworden, die im richtigen Moment die Geschichte erzählen konnten, um die es gerade geht. Und zurzeit ordnen sich tatsächlich manche Dinge völlig jenseits von Grenzen, die wir sonst kennen, neu. Und das ist doch die Chance schlechthin. Wahrscheinlich für alle politischen Spieler im Moment, besonders für euch. Du hast selber diesen Begriff der Mitte verwendet. Ich würde ja eher den sozusagen der Verbindbarkeit mit den Unterschiedlichen, die eigentlich nicht zusammengehören, stark machen. Und also insofern würde ich mich nicht darauf einlassen zu sagen, entweder, ich weiß, ich überzeichne jetzt, ja, entweder man sitzt zusammen und hat ein hübsches Ergebnis oder so sozialpädagogisch gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Und die Frage der Machtchance, natürlich ist es eine Machtfrage. Was sonst? Was sonst? Ich nehme an, das ist das beste Schlusswort, das wir haben können. Und Lernen und Macht werden wir im nächsten Jahr weiter beobachten. Armin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier darüber zu reden. Ich hätte Bock auf eine Fortsetzung. Mal sehen, wann wir uns wiedersehen. Vielleicht auch mal irgendwann live. Liebe Grüße nach München. Danke dir. Ja, schöne Grüße nach Berlin. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Und live wäre es natürlich viel schöner gewesen. Auf bald. Auf bald.